Wir haben eine Wahlperiode erlebt, in der es im Deutschen Bundestag keine wirkliche Opposition gegeben hat. Wir haben jetzt einen sehr viel breiter aufgestellten Bundestag. Wir werden eine Opposition haben und wir werden Debatten führen müssen in Deutschland. Debatten führen über Europa, über die Fortentwicklung unserer Gesellschaft und der Demokratie. Und ich glaube tatsächlich, dass wir mit dem neuen Bundestag eine sehr viel farbigere, buntere Regierung und Opposition vor uns haben. Und das ist im Sinne einer demokratischen Öffentlichkeit nur gut für Deutschland.